Hallo zusammen und frohes neues Jahr. Ich glaube, das habe ich euch noch gar nicht gewünscht, ne? Ich glaube, das letzte Video war letztes Jahr. Und ja, ich bin schon angezogen. Ich will jetzt einmal zu DM und oder fahre ich zu DM? Eigentlich müsste ich zu Rossmann, weil ich brauche Katzenfutter. Das weiß ich gerade nicht. Rossmann könnte ich auch morgen machen, denn ich muss morgen zu Lidl, denn morgen gibt es bei Lidl Katzenstreu im Angebot. Vielleicht mache ich das dann morgen, weil ich muss sowieso mit meiner Mutter zum Arzt und von daher passt das vielleicht ganz gut. Ja, so, ich will jetzt einkaufen und ich habe gedacht, ich nehme euch mit. Ich habe aber auch jetzt gerade gesehen, dass der Akku fast leer ist. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch einen Akku finde und ansonsten muss ich mich da auf diesen kleinen halben Strich da verlassen, aber das wäre wahrscheinlich etwas ungünstig. Ja, ansonsten bei uns ist alles noch verschneit, dafür scheint die Sonne, es ist klirrend kalt. Ich muss mein Auto jetzt erstmal absprühen mit diesem Enteisungsspray, das funktioniert eigentlich immer ganz gut und dann können wir losfahren, aber mir ist jetzt schon kalt, wenn ich an draußen denke. Aber wir schaffen das, ne? Tschakka. Jetzt noch für meine Mutter ganz viele Froster-Gerichte, weil die im Angebot waren. Und die gibt's gratis. War das ein Scheiß? Die Kasse war so ellenlang, dass ich gedacht habe, okay, gehe ich an diese Selbstzahlerkasse. Ich hatte ja ein bisschen mehr, aber gedacht, ich habe ja Zeit. Die hat ständig Stau gemacht. Weiß der Geier warum. Und irgendwann hat sie dann, also ich musste den ständig rufen, dass er ständig da irgendwie guckt und war aber immer alles in Ordnung, war halt einfach Stau. So, für meine Mutter die ganzen Dinger, weil die im Angebot waren. Froster. Ja, und irgendwann stand dann plötzlich außer Betrieb gerade. Ich glaube, ich hatte nur noch die zwei Gurken und dann stand er außer Betrieb. Ich habe gedacht, nicht sein Ernst. Ja, und dann ging nichts mehr. Und dann musste ich alles wieder einräumen und dann doch zur Kasse gehen, die Gott sei Dank in dem Moment dann inzwischen leer war. So, und ich habe mir ganz viele von denen mitgenommen, weil die 1 Euro gekostet haben. Und ich mir die gerne mit so Tiefkühlobst und dann in Mixer und dann davon was. Und das ist echt lecker. Und dann so als Fruchtshake, wisst ihr? So, für meine Mutter Wurst. Das sind die beiden blöden Gurken, die nicht rübergegangen sind mehr. Die habe ich für, ich will eine vegane Käsesoße ausprobieren. Dafür brauche ich das. Und Hefeflocken. Die wollte ich eigentlich bei DM kaufen, gab es aber nicht mehr. War alles ausverkauft. So, das ist auch meine Mutters. Ist das kalt. Oh shit, der hat ein Loch. Jetzt frage ich mich, ob ich das Loch da reingedengelt habe oder ob der das schon vorher hatte. Keine Ahnung. Halleluja. Wir haben es inzwischen, ich glaube, 1, 2, 3 Tage später, auf jeden Fall Ende der Woche. Und ich habe gesehen, dass am Anfang des Videos meine Couch, das war irgendwie alles, also ich habe hier ja Decken drauf. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch? Ich hatte hier ursprünglich diese rosane Decke.
drauf und habe dann festgestellt, das passt überhaupt nicht. So, dann habe ich mir die beigen Decken gekauft, bin immer noch nicht 100% überzeugt davon, aber ich habe jetzt gedacht, ganz ehrlich, es ist mir jetzt egal. Ich muss irgendwas drauflegen, weil wir einfach 4 Katzen haben und ich vermeiden will, dass erstmal die ganze Couch eingeharrt wird, die ich nicht mal eben in die Waschmaschine stecken kann oder dass irgendwo Kratzspuren sind und so. Und im Moment geht es tatsächlich, sie liegen höchstens auf der Couch. Und ja, wie gesagt, es sieht nicht schön aus, nicht so optimal, wie ich das gerne hätte, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ist halt bei mir jetzt irgendwie keine... Ich habe halt keine typische Vorzeigebude, irgendwie wie aus schöner Wohnen oder so. Aber Hauptsache gemütlich. Das ist das Wichtigste. Und hier liebe ich es, zu liegen und zu lümmeln und Fernsehen zu gucken. Ich drehe mich mal eben um. Da dudelt der Fernseher und dann mache ich mir das hier gemütlich. Warte, ich muss mal eben meine Puschen ausziehen. Oh, guck, da liegt auch die Fernbedienung. Und dann hänge ich hier. Oh, könnt ihr das überhaupt sehen? So, und dann hänge ich hier so auf meiner Couch. Neue Kissen wollte ich ja auch immer noch mal holen, aber irgendwie habe ich das noch nicht gebacken bekommen. Und ja, dann lasse ich es mir einfach gut gehen. So, heute müssen wir aber, jetzt habe ich meinen Schuh da hinten hingeschossen, noch etwas tun, denn heute Nachmittag kommt Linda zur Pyjama-Party oder zum Übernachten. Eine richtige Party ist es ja nicht, das ist mehr so, wie hat man das früher genannt, wenn man eine LAN-Party, ne, wenn man sich so zum gemeinsamen Daddeln verabredet hat, weil das ist so das, was sie hauptsächlich machen, daddeln, zocken, am Handy, am iPad, an der Switch, am Laptop, irgendwas Digitales. Deswegen will ich jetzt gleich einmal oben das Bett beziehen. Und ich gehe heute Abend mit einer Freundin zum Italiener. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber vorher, wie gesagt, muss ich Hannas Zimmer noch startklar machen. Und ich denke, das machen wir jetzt. Und ich habe übrigens immer noch ein bisschen Rüssel seit 2, 3 Wochen, ich glaube seit über 2 Wochen auf jeden Fall, irgendwie wird das nicht viel besser. Also es ist nicht mehr so schlimm, aber es ist schon sehr nervig und das habe ich jetzt aber auch schon von ganz vielen gehört, dass die Erkältungen oder auch nur, sei es ein bisschen Schnupfen oder Husten oder was auch immer, einfach viel, viel länger dauern, als sie es vor Corona getan haben. Ja, und irgendwie... Aber bei dem Wetter ist es auch kein Wunder, ne? Ganz ehrlich, es ist bei uns immer noch klirrend kalt. Der Schnee liegt und ich bin eigentlich startklar für den Frühling. Sommer ist ja nicht so meins, aber ich bin startklar für den Frühling. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben endlich die Vorhänge aufgehängt. Die sind allerdings ein bisschen schief geworden. Seht mal. Also auf der Seite geht's, aber da, ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, da müssen wir nochmal bei. Das ist mir aber tatsächlich erst irgendwie am Abend, als ich dann da ganz ruhig saß. Hi, Yari. Da ist mir das aufgefallen, dass das irgendwie schief hängt, aber ansonsten, ja, bin ich happy, dass die Vorhänge endlich hängen. Ja, das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Ich nehme meistens 2 Matratzen, weil das einfach ein bisschen gemütlicher ist. Jetzt machen wir mal das Bett fertig. Ohne euch umzuschmeißen dabei. Ist gar nicht so einfach. Die Sitzsäcke liegen im Weg. Die Teile sind echt ganz praktisch hier. Das Bett ist gemacht und jetzt wollte ich euch noch erzählen, dass es etwas Neues bzw. jemand Neues in meinem Leben gibt. Und zwar bin ich seit ein paar Wochen wieder ein Wir offiziell. Und ja, er heißt Matthias und ist 43 Jahre alt. Ich bin ja jetzt gerade vor einer Woche 48 geworden. Also er ist 5 Jahre jünger als ich.
Als ich, wie ich, als wie ich. Das konnte ich mir noch nie merken, ob das als oder wie heißt. Hannah hat ihn natürlich auch schon kennengelernt. Und ja, ich bin einfach glücklich. Also, ich bin happy. Und er hat mir geholfen, die Gardinen aufzuhängen. Und wie gesagt, die sind ein bisschen schief geworden. Aber dadurch, dass es schon relativ spät abends war und irgendwann, das sind ja, warte mal, das sind 8 Gardinen oder 8 Vorhänge. Und irgendwann sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und jetzt werde ich noch Brownies backen, denn ich hatte zu meinem Geburtstag hatte ich diese Mandarinen-Schmand-Torte gemacht und die haben wir quasi zu dritt aufgegessen, also meine Mutter, Matthias und ich. Und Hannah mag ja aber so Torten und Kuchen, das ist einfach nicht ihr. Sie liebt es halt von Dr. Oetker, die Brownies. Und die hatte ich dann letzte Woche auch noch gemacht für sie. Hi, Omi. Und ich habe gedacht, wenn Linda heute Abend kommt, ich habe noch 2 Packungen und ich habe auch noch Eier, dann mache ich jetzt nochmal eben die Brownies. Wollte mich aber vorher noch von euch verabschieden. Ja. Und muss mich dann nachher, also jetzt kommt Hannah dann auch bald von der Schule. Dann werde ich noch einmal durchsaugen und ihr Essen machen. Und ja, dann kommt ja Linda nachher bald. Und ich gehe dann heute Abend schön zum Italiener. Und ich freue mich schon sehr auf meine Pizza. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ich denke, wir sehen uns nächste Woche, denn ich habe einen Staubsauger zugeschickt bekommen für Tierhaare. Und damit meine ich keinen Bodenstaubsauger, sondern einen Staubsauger, mit dem man über das Tier gehen kann. Und dann schneidet der quasi das Fell ab und saugt das direkt ein. Und dafür wurde ich angefragt und ich habe gedacht, also weil wir scheren ja Sabi auf jeden Fall. Fluffy haben wir auch schon geschoren und meistens mache ich das einfach mit so einer Schermaschine. Früher ist Sabi tatsächlich zum Tierarzt gegangen, aber das ist dann immer mit so einer leichten Narkose, wobei das letzte Mal war ohne Narkose, weil er einfach so entspannt dabei ist, dass er gar keine Narkose brauchte und wir einfach festgestellt haben, dass er sich ohne Fell anscheinend viel wohler fühlt. Also man merkt, er ist ja nun auch schon ein etwas älterer Herr und man merkt einfach, dass wenn er das Fell los ist, dass er sich ganz anders benimmt. Er flitzt rum, er spielt wieder mit den anderen. Natürlich hat er auch so mal seine 5 Minuten. Aber er ist tatsächlich viel agiler, wenn diese Wolle von ihm runter ist. Und dadurch, dass das alle Stubentiger sind, muss auch keiner Angst haben, dass er irgendwie friert oder so, weil hier in der Bude ist es warm. Und wie gesagt, die gehen ja nicht raus. Von daher braucht er sein dickes Fell auch nicht. Es dient ihm weder zum Schutz vor irgendwelchen Feinden noch als Wolle, um ihn zu wärmen. Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich die Maschine tatsächlich mal aus. Und das wollte ich jetzt dann vielleicht am Wochenende mal machen. Und dann filme ich das Ganze natürlich mit. Und ich denke, vielleicht sehen wir uns dadurch nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder. Ja, das ist der aktuelle Plan. Mal gucken. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.